meine Lieben, Anja hat ein paar der neuen Homeworks-Düfte schon in ihrem Shop gehabt. Ich glaube, letzte Woche Samstag oder Sonntag. Und ich habe sehr schnell zum Glück bestellt. Und das Paket kam dann auch ziemlich schnell hier an. Ich habe aber es eben gerade erst, also beziehungsweise habe ich eben gerade erst das Paket geöffnet und die Kerzen aus den Kartons geholt, damit wir das nicht alles gleich machen müssen. Und ich erzähle euch jetzt und schnüffle für euch die neuen Kerzen. Ich habe ein Goodie dabei gehabt. Fresh Cut Roses. Absolut klasse. Ihr wisst, ich liebe Rosendüfte. Rosa, Rosen, gute Laune, Happy Birthday, perfektes Goodie. Vielen Dank. Also, natürlich ist meine Bestellung schon früher da gewesen, aber ich habe echt bis heute, heute ist Samstag, weiß noch nicht, wann ich das Video hochlade, damit gewartet. Weil es war auch einfach viel zu schön. Quack, 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 Frau Bas, quack, quack. Anja kriegt im Oktober auf jeden Fall nochmal Winterkerzen, unter anderem auch diese mit diesem wunderschönen Welcome Christmas oder so. Die bekommt sie im Oktober nochmal. Die habe ich mir jetzt nicht geholt. Aber ich weiß nicht, ob sie die noch hat. Diese Boxen. Eine Box 49,90 und dann der Gruppenrabatt 15%, wenn man in einer Facebook-Gruppe ist. Und zwar ist da drin, oh, ich sehe es jetzt auch zum ersten Mal, eine Kerze und ein Reed-Diffuser. Oh, Alter. Guckt euch das mal an. Richtig geil. Das sieht richtig schön aus. Also dieser Karton kriegt man so, oder? Also total mit diesem, total geil mit dem Silber-Karton-Einschlag. Wir haben, oder ich habe mir bestellt, die Fresh Snowfall. Guckt euch mal dieses schöne Glas an. Ja, das blendet hier mit dem Licht. Wie richtig blöd. Also, es ist dunkel. Fresh Snowfall. Geil. Frosted Mint, also gefrostete Minze. Crisp Winter Air. Knusprige Winterluft. Frische Eukalyptus und Hollyberries. Absolut toller Winterduft, als wenn du durch einen verschneiten Wald gehst, die Tannenbäume. Ich glaube, Hollyberries sind diese roten Beeren an den Mistelzweigen oder an den anderen. Wie heißt du denn? Elix-Duft? Also, holla, die Waldfee, richtig geil. Frisch, Schneefall, also man muss frische Düfte mit Minzen, Eukalyptus mögen. Also es ist wirklich ein frischer Schnee, ach Schnee vielleicht nicht, aber es ist ein frischer Frostduft. Toll. So, und dann habe ich eine Fliege, die von meiner Nase umtanzt. Dann gibt es diesen, geil, diesen Reed Diffuser nannte sich. Da steht auch nochmal die Duftbeschreibung drauf. Finde ich voll gut, ey. Dann schraubt man den Deckel ab, der hier noch drauf geklebt ist. Und steckt die Stäbchen, die im Karton noch sind, oben rein. Und dann saugen die sich mit dem Duftöl voll. Und man hat einen frischen Duft. Das ist eine feine Geschichte. Wenn ihr jemanden richtig gerne habt, wird dieserjenige, es gibt die auch noch mit anderen anderen Düften, also ich habe mich aber für die Frische entschieden, weil ich echt eine Frischnase bin, mit anderen Düften, und guckt euch mal an, das ist wirklich ein hochwertiges Geschenk. Ich mache es jetzt einmal so, ich hoffe, es geht mir nichts kaputt. Unten steht dann auch eine Kerze und ein Reed-Diffuser. Vielleicht ist das auch eine Inspiration für eure Partner. Wenn Schatzi Weihnachten ist ja auch schon bald. Was sagst du? Willst du auch gucken? Hier, willst du gucken? Fidi will auch gucken. Willst du Holz, nimmst du aber bitte nicht raus. Ist gut? Magst du frische Duft?
Fiete findet es sehr gut. Ja, fein. Genug geschnuffelt? Ja? Piti, piti. Ganz tolles Geschenk. Weihnachten ist in 3 Monaten. So. Dann habe ich sehr lange überlegt. Wirklich mindestens einen Monat. Und habe sie mir jetzt endlich bestellt. Nachdem die liebe Caro nämlich von diesem tollen Duft berichtet hat. Sugared Apple Churros. Ich habe noch nie Churros gegessen. Wird aber, glaube ich, mal Zeit. Und zwar besteht sie aus warmen Äpfeln, Zimtzucker, Vanillekaramell. Was ist das? Vanillekaramell? Vielleicht ist es Vanillekaramell. Keine Ahnung. Und getoasteten Churros. Geil. Nichts falsch gemacht. Perfekt. Geiler Duft. Apfel, Zimt. Also es gab hier oder gibt hier diese Deep Dash Apple Cake. Okay. Pidi, was ist denn? Müssen wir auch mal schnuffern? Apfel, Zimt, Teig. Meine Herren vom Gesangsverein. Oh, ist die schön, ey. Nicht zu überladen, du hast diese Teignote und du hast genau die richtig, für meine Nase richtig abgewogene Menge Apfel und Zimt. Boah, geile Entscheidung. Ich muss mir jetzt mal eben selber loben. Leider geil. Leider geil. Leider geil. Ich bin begeistert. Caro, danke für den Tipp und das Ermutigen. Ich hatte sie auf dem Warenkorb. Rein, raus. Ja, nein, doch. Ja, gut, dass ich es gemacht habe. Dann hat die liebe Tashi, die Natascha, die Autumn Days in der Gruppe gepostet. Und da drauf steht Fragrance Notes Wood Patchouli Citrus Pine. Also sie hat aber gesagt, das ist kein holziger Duft. Darauf habe ich mich jetzt einfach mal verlassen. Guckt euch mal dieses geile Label an. Ach Mann, das blendet aber hier, das ist so beknattert. Also es ist wirklich ein richtig schöner Herbstwald, den man lang geht. Und ja, die Decke glänzen auch mega gut, ja. Oh, das ist wirklich ein Waldduft. Nein, ja. Frisch, holzig, aber nadelholzig. Oh, der ist gut. Mann, da habe ich richtig gut gemacht. Citrus, Pine. Pine ist Pina oder Kiefer, glaube ich. Oh, die ist ja perfekt, wenn es kalt ist. Und dann oh, Zitrus, ja, die macht die ganze frisch. Nehm Patchouli. Nehme ich nicht wahr, aber das ist ein schöner, frischer, leicht ätherischer Nadelduft. Der ist ziemlich geil. Meine Herren vom Gesangsverein, das ist schon die zweite Kerze. Und die gefällt mir. Die dritte ist das schon, aber hier die dritte Kerze. Und die ist mega geil. Dann habe ich mich entschieden für All Through the House. Überall sind Tannenzapfen, ein bisschen grün. Und es steht drauf, Sparkling Pear, also Sparkling, weiß ich jetzt auch nicht. Bin auch ein bisschen knattert heute. Juicy Apple, also saftige Apfel, Evergreen und Cedarwood. Aber diese Tannenzapfen, das Label ist doch wunderschön. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Toll. Mann, ey. Ein Glücksgriff nach dem anderen heute. Du hast die Süße vom Apfel und der Birne. Es tut mir leid, wenn ich so, aber so ziehe ich die gerade mal voll rein. Zedernholz. Das ist wirklich ein behaglicher, süßer Herbstduft. Der ist richtig schön. Mann, wie kann man nur so ein Glück haben? Alle auf. Ah ja, gut, ich habe ja auch ziemlich lange mal dran gelesen, reingepackt, 9 Kerzen drin gehabt, dann ausgewählt, welche ich wirklich nehme. Und
Oh, die ist richtig schön. Ach, die riecht wie ein Oktoberspaziergang. Die letzten Äpfel und Birnen in der Nähe. Zeder macht die so ein bisschen. Mann, Birne, Evergreen. Der Evergreen macht die so ein bisschen ätherisch. Das ist wirklich ein schöner Herbstduft. Also ganz fantastisch. All through the house. Herbstblätter. Frische Luft. Dann haben wir hier diesen wunderbaren Waldspaziergang nochmal mit der Pine. Und hier den Apfelzimtschuchen mit Teich. Und diese wunderschöne Kerzen- und Reed-Diffuser-Karton. Leute, ich bin durchweg happy. Ich bin durchweg happy. Also ich hatte den richtigen Riecher. Richtig toll. Also ich muss sagen, ich bin mittlerweile dazu übergegangen, weil diese Homeworks-Kerzen zu brennen, weil sie wirklich wunderbar brennen. Wenn du, ich habe jetzt eine Goose Creek-Kerze am Brennen, ich muss sie auch irgendwann aufbrauchen und die flackert halt und die rußt und die dochte und oh, wenn du hier jetzt dran riechst, hast du eigentlich ein bisschen Duft, aber du hast das Gerusten, den Rußrauchen mit, ne? Also Rustic Leaf ist. Und dann habe ich hier meine Kerze. Oh, die voll von Stand. Honig, Apfel, Birne, Laub. Und dann wenn schnupper ich hier dran. Und die ist super toll abgebrannt. Ja, natürlich sind jetzt auf dem Wachs ein paar Spuren, aber das liegt daran, dass ich da auch raufgeblasen habe beim Auspusten. Guck mal, die Dochte haben keine Dochtblumen-Dingsbums. Und die Duftabgabe ist richtig gut von dieser Kerze. Ich werde aber, bevor ich sie anzünde, doch kürze ich immer die Dochte. Das ist einfach mein Mundgehabe. Vollform-Step. Sugared Honey Crisp Apple. Golden Peel Vanilla Bean White Flower Honey. Das ist auch ein wunderschöner Apfelherbstduft. Und die brennt so problemlos ab. Das Glas ist nicht. Und hier halte ich die Nase dran und habe wirklich den Kerzenduft in der Nase. Ne? Also kein wie bei der, wo ich dann einfach nur rieche. Ja, lange Rede, wenig Sinn. Die Homeworks-Kerzen bin ich dazu übergegangen, sie zu brennen, weil die einfach super problemlos runterbrennen. Sie sind wunderschön. Die Duftabgabe ist gut. Ich warme sie natürlich im Schlafzimmer. Habe ich auch Homeworks-Kerzen in der. Was machst du da, Mama? So süß. Oh, du bist so süß. Oh, meine Maus. Kann man nur so süß sein? Seht ihr gar nicht. Da hinten liegt sie und kuschelt sich in die Decken an. Weil es einfach so ein angenehmes Runterbrennen und eine tolle Duftabgabe ist. Und im Schlafzimmer habe ich den Garden Warmer. Hallo Fidi! Und habe da meine Schlafzimmerkerzen. Die warme ich dann im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer brenne ich jetzt nicht, weil da bin ich ja nicht so viele Stunden, aber ich mache dann drüben den Warmer an und gehe abends rüber und dann habe ich einfach ein duftes Schlafzimmer. Deswegen also unbeaufsichtigt, nicht, dass da irgendwas passieren würde oder bisher was passiert ist beim Brand der Kerzen, aber Feuer immer unter Aufsicht und gerade wenn man Haustiere hat. War es das schon? Deswegen also perfektes Warmer, tolles Abbrennen. Homeworks ist eine meiner Lieblings Marke geworden bei den Kerzen. Muss ich ehrlich gestehen, also so schönes Abbrennen.
Das war's. Es waren nur ein paar Inhalte, nur 4 Artikel, Leute. Was soll ich euch voll quatschen? Die anderen Videos sind länger geworden. Habt einen schönen Tag, Abend, Wochenende. Ich weiß noch nicht, wann ich es hochlade. Haltet die Ohren steif. Mommy ist im Hintergrund. Mommy, alles gut? Und bis zum nächsten Mal.